Es ist Sonntag und das Wochenende liegt leider schon fast wieder hinter uns. Vielleicht wart ihr ja gestern feiern, dann könnte es sein, dass euch das hier ein bisschen bekannt vorkommt. Antanzen, antatschen, Gegaffe und das ohne, dass ihr es eigentlich wollt. All das ist schon sexualisierte Gewalt und genau darüber hat Lisa mit Daniela Stöviken vom Frauennotruf Münster gesprochen. Der Frauennotruf bietet Beratung und Unterstützung für Betroffene und ja, Therapieplätze kann man da auch bekommen. Und außerdem versucht der Frauennotruf durch Öffentlichkeitsarbeit sexualisierter Gewalt entgegenzuwerfen. Aber jetzt mal ab von meinen Beispielen aus dem Club. Wie definiert man sexualisierte Gewalt eigentlich? Frau Stöviken hat die Antwort. Unter sexualisierter Gewalt versteht man jede Form von Gewalt, die sexualisiert ist. Das kann über verbale Beleidigung, Belästigung bis hin zu sexueller Nötigung, Vergewaltigung reichen. Es geht den Tätern nicht um sexuelle Befriedigung, sondern um Macht, um die Erniedrigung der Frau. In welchen Formen kann sexualisierte Gewalt dann auftreten? Das reicht eben über verbale Beleidigung, wie das Beschimpfen als Hure, Schlampe, Nutte, über Belästigung, das Betatschen von Genitalien, in den Schritt fassen, bis hin zu sexueller Nötigung, Vergewaltigung. Wo findet denn sexualisierte Gewalt statt? Sexualisierte Gewalt findet grundsätzlich erstmal überall statt. Wir wissen, dass sexualisierte Gewalt überwiegend im sozialen Umfeld der Frauen stattfindet, dass die Täter eben Ehemänner, Väter, Freunde, Bekannte sind. Nichtsdestotrotz findet sexualisierte Gewalt auch am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum statt. Ab wann kann ich denn sexualisierte Gewalt wirklich auch als sexualisierte Gewalt bezeichnen, betiteln und mir dabei Hilfe holen? Gut, da sagen wir als Beratungsstelle, die wir eine parteiliche Haltung den Opfern gegenüber haben, dass die Frauen das für sich selbst in ihrem Erleben definieren sollen. Gibt es denn einen Konsens, was sexualisierte Gewalt überhaupt ist? Ich glaube, es gibt keinen Konsens. Es gibt das Strafgesetzbuch, das auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung beschreibt. Da gibt es einen Konsens. Gesellschaftlich glaube ich, dass wir noch an einem Punkt sind, dass es sehr unterschiedliche Perspektiven gibt, was sexuelle Gewalt ist. Also wenn ich als Frau mich von sexueller Gewalt betroffen fühle und das als Gewalt wahrnehme, dann kann ich mir dabei auch Hilfe holen? Also es ist ganz wichtig auch, dass die Frauen wissen, dass sie ein Recht auf Hilfe haben und dass sie mit all dem, was sie für sich wissen, dass sie ein Recht auf Hilfe haben und dass sie mit all dem, was sie für sich als Gewalt erleben, auch sich Hilfe holen, darüber sprechen, sagen, das fühlt sich für mich so an und wir wünschen uns dementsprechend, dass den Frauen geglaubt wird und das auch ernst genommen wird. Da gibt es ja auch so Mechanismen, dass den Frauen dann hinterher die Schuld dazu zugeschoben wird. Das nennt man dann Victim Blaming. Warum findet sowas dann statt? Genau, Victim Blaming, wie Sie schon gesagt haben, beschreibt, dass den Opfern die Schuld an der Tat gegeben wird. Die Täter werden damit geschützt, die Gewalt wird bagatellisiert und legitimiert. Und das ist die eigentliche Ursache für Victim Blaming, dass letztendlich die Täter geschützt werden sollen. Also so das praktische Beispiel, die Frau trägt einen Minirock, genau. Die wollte das doch, die ist doch losgegangen und wollte einen Typen aufreißen. Wie kann ich mich denn sonst gegen sexualisierte Gewalt wehren? Kann ich mich körperlich wehren, wenn ich direkt bedrängt werde? Auf jeden Fall. Wir sagen, natürlich sollte man sich auch körperlich oder auch verbal wehren. Das heißt allerdings nicht, dass Frauen, die sich nicht wehren, eine Mitschuld tragen. Sondern es kann eben auch richtig und wichtig sein, sich manchmal nicht zu wehren. Situationen eskalieren manchmal eben auch, wenn man sich wehrt. Und da sollten die Frauen ganz klar wissen, sie dürfen oder sollen auch auf ihr Bauchgefühl hören und sich selbst vertrauen und dementsprechend danach handeln.
Ja, dann weiß ich so ungefähr, was ich dann das nächste Mal zu tun habe, wenn mir sowas passiert. Im zweiten Teil des Interviews mit Daniela Stöwicken vom Frauennotruf schauen wir mal, was eigentlich staatliche Einrichtungen gegen sexualisierte Gewalt tun. Vorher gibt's aber Musik, und zwar Nest von den Young Fathers. Lisa hat mit Daniela Stöwicken vom Frauennotruf Münster darüber gesprochen, was staatliche Stellen eigentlich Opfern von sexualisierter Gewalt anbieten und wie sie ihnen zur Seite stehen. Eine Möglichkeit, die einem da ziemlich schnell in den Sinn kommt, ist die Justiz. Das klingt erstmal ziemlich einfach, aber ist in Wirklichkeit schon ein bisschen schwieriger. Es gibt immer die Möglichkeit, auch juristisch gegen Täter vorzugehen. Im Moment ist es so, dass wir wissen, dass ungefähr 80% alle Anklagen eingestellt werden. Noch einen Schritt zurück, lediglich 5% bis 15% werden überhaupt angezeigt. Das ist eine ganz geringe Rate. Das hat unterschiedliche Gründe. Das Dunkelfeld ist dementsprechend sehr hoch. Wie kommt das denn, dass auch TäterInnen so selten überhaupt verurteilt werden? Ich meine, wir hatten ja gerade auch noch darüber gesprochen, dass man sich ja manchmal auch vielleicht gar nicht wehren kann. Genau, der Paragraph 177, da geht es ja um sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, und der beschreibt eben, dass Gefahr für Leib und Leben bedroht sein muss und dass es eine Gegenwehr gegeben haben muss. Die Frau muss sich dementsprechend gewehrt haben und das muss sie auch vor Gericht beweisen. Oftmals ist es so, dass die Täter auch sagen, es kam zu einvernehmlichem Sex. Das kann die Frau oftmals nicht widerlegen, weil es mitunter nur sehr wenig Beweise gibt, weil eben auch die Täter oftmals gar keine körperliche Gewalt anwenden. Ja? Die Frauen befinden sich in Ausnahmesituationen, in denen sie entweder in Abhängigkeit zum Täter stehen und dementsprechend die sexualisierte Gewalt über sich ergehen lassen, oder auch in einem körperlichen Zustand sich befinden, wo sie sich wie gelähmt fühlen, wo sie sich einfach auch nicht mehr wehren können. Also de facto, wenn ich vergewaltigt werde und mich nicht körperlich zur Wehr setze, habe ich sehr, sehr geringe Chancen, dass der Täter hinterher verurteilt wird. Die Rechtslage ist im Moment so, ja. Was können denn öffentliche Institutionen dagegen tun? Zum Beispiel eben öffentliche Orte, an denen Übergriffe passieren? Wichtig ist es da auch erstmal, dass es als Übergriff oder sexualisierte Gewalt grundsätzlich wahrgenommen wird und dass dann eben auch entsprechend der Situation eingegriffen wird. Ich bin aus der Schule gekommen und hatte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was sexualisierte Gewalt überhaupt ist. Ich bin in Niedersachsen zur Schule gegangen. Gibt es denn hier in NRW überhaupt ein Programm? Gehen Sie vielleicht selber von den Beratungsstellen in die Schulen? Ja, das machen wir als Frauennotruf. Mittlerweile gibt es eben viele Präventionsprogramme, die auch auf sexualisierte Gewalt aufmerksam machen und auch die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. Glauben Sie denn, dass MitarbeiterInnen in Schulen beispielsweise oder vielleicht auch in Kindergärten selber sich dessen bewusst sind, was sexualisierte Gewalt ist, und darauf reagieren können? Auch da ist es sehr unterschiedlich, denke ich. Es gibt sicher viele Lehrer, die sehr sensibilisiert sind für das Thema und da auch ein offenes Ohr haben. Und gleichzeitig gibt es dann eben auch wieder Lehrer, für die das ja eine Hürde ist oder auch denen es schwerer fällt, da hilfreich zu unterstützen. Und dementsprechend ist es eben wichtig, dass die Lehrer auch darüber informiert sind, dass es Fachstellen gibt, dass sie damit auch nicht alleine bleiben müssen, sondern dass sie sich selbst eben auch Hilfe holen können oder dann die Schüler und Eltern auch weitervermitteln können. Was kann ich denn tun, wenn jemand anderem sexuelle Gewalt widerfährt und ich das mitbekomme? Sei es im Privaten oder vielleicht auch im Öffentlichen, die klassische Situation im Club? Ja, wenn ich das im Club beobachte, dann ist es auf jeden Fall wichtig, da auch einzugreifen. Das, was ich beobachte, erstmal auch wahrnehmen und ernst nehmen, dass ich wirklich auch da auf mein Gefühl vertraue und sage, oh, da sieht irgendwas komisch aus. Ich gehe jetzt mal hin und frage diese Frau, ob alles in Ordnung ist. Gleichzeitig sagen wir auch, dass es eben wichtig ist, dass wir nichts ohne die Einwilligung der Frau tun, weil es da im Gefühl auch wieder für die Frauen ein weiterer Übergriff ist.
Da gab es ja auch gerade in den letzten Monaten das prominente Beispiel von Tutsche. Ist es denn immer sinnvoll, sich in sowas einzumischen? Ja, das ist ein ganz trauriges Beispiel, das Sie jetzt nennen. Also es ist natürlich wichtig, einzugreifen und Zivilcourage zu zeigen. Manchmal kann es dann auch hilfreich sein, sich selber erstmal auch Hilfe zu holen. Zu sagen, ich suche mir noch andere Menschen, die mit mir zusammen eingreifen. Daniela Stöwicken vom Frauennotruf Münster. Das Interview führte Lisa. Und wenn ihr Lisas Stimmchen noch ein wenig weiterhören möchtet, dann bleibt am besten dran. Gleich ist sie im Studio und zwar mit den Riot Radio Nachrichten.